die Zeit, dass man da kooperiert, das möglicherweise in der Vergangenheit mal der Fall gewesen sein mag, ist vorbei. Ein Ministerpräsident redet sich um Kopf und Kragen. Ja, das ist ein fataler Satz. Armin Laschet, noch vor kurzem einer der CDU-Hoffnungsträger, Kanzleraspirant. Dann kam Corona. So eine Dünnhäutigkeit, die Unfähigkeit, Verantwortung zu übernehmen. Laschet kämpft für die Lockerung der Corona-Regeln. Wer widerspricht, wird zurechtgewiesen. Armin Laschet ist der größte Gegner von Armin Laschet. Und immer lauter wird die Frage, kann dieser Mann Kanzler? Diese Bilder sind gerade einmal 5 Monate alt. Armin Laschet kokettiert im Karneval mit seiner möglichen Kanzlerschaft. Wer soll es denn machen? Ich weiß es nicht. Nein. Damals gilt er als aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge von Angela Merkel. Heute ist Laschet ein Mann, dem immer mehr Menschen immer weniger zutrauen. Zwischen April und Juni sanken seine Zustimmungswerte in Nordrhein-Westfalen um ganze 19 Prozentpunkte. Die Corona-Krise hat Armin Laschets Aussicht auf das Kanzleramt radikal minimiert, um nicht zu sagen zerstört, weil er letztlich den Nachweis der Krisentauglichkeit nicht erbracht hat. Was ist passiert? Ende Februar. In der Ortschaft Gangelt im Kreis Heinsberg, nicht weit von Laschets Heimatstadt Aachen entfernt, entsteht der erste Corona-Hotspot in Deutschland. Es geht um Leben und Tod. So einfach ist das. Und auch so schlimm. Laschet, der Mahner, wird allerdings schon bald zu Laschet, dem Kämpfer für Lockerungen. Herr Laschet, Sie haben am 17. März gesagt, es ginge um Leben und Tod. Selbstverständlich geht es um Leben und Tod, aber ich plädiere seit Wochen dafür, dass wir uns klar machen, man muss abwägen. Man muss abwägen, welche Schäden richten eigentlich die Maßnahmen, die wir mit Konsequenz seit Wochen durchhalten, an. Doch Laschets Lockerungskurs ist umstritten. Gangelt soll deshalb den Beweis liefern, dass Lockerung möglich ist, mithilfe der Wissenschaft. Ende März startet der Bonner Virologe Hendrik Streeck mit Unterstützung der Landesregierung in Gangelt eine Studie unter der dortigen Bevölkerung. Die Studie wird unter dem Titel Heinsberg-Protokoll von einer privaten PR-Agentur, Story Machine, um den früheren Bild-Chefredakteur Kai Diekmann lautstark vermarktet. Das Ergebnis scheint dabei schon von Anfang an festzustehen. Und das politische Ziel auch. Hauptsache Lockerung. Unser Forschungsziel? Schnell Fakten zu Covid-19 liefern. Je schneller wir erste Erkenntnisse teilen können, desto eher kehren wir in unseren gewohnten Alltag zurück. Wissenschaft für politische Zwecke? Laschet braucht die Ergebnisse schnell, um sich zu präparieren für ein Treffen mit Kanzlerin und Amtskollegen, um seinen Kurs politisch durchzusetzen. Nach nur 9 Tagen lässt er die Wissenschaftler deshalb schon erste Zwischenergebnisse präsentieren. Für ihn sind sie ein weiterer Baustein, der uns hilft, zu einer verantwortlichen Entscheidung zu kommen. Auf Nachfrage von Journalisten räumt der Virologe Streeck allerdings ein, die Studie sei mit heißer Nadel gestrickt worden. Instrumentalisierung von Wissenschaft ist ein harter Vorwurf, aber zumindest wird man sagen müssen, dass der Versuch, die Wissenschaft sofort marktförmig auszubeuten bzw. sie in Szene zu setzen, um die eigenen Chancen im politischen Wettbewerb zu erhöhen, dass das getätigt wurde. Und das wurde vor allem so ungeschickt getätigt, dass der Eindruck erweckte, hier werden andere Ziele verfolgt als die bloße Krisenbekämpfung. Andere Ziele wie die Kanzlerkandidatur? Im März versucht Armin Laschet, sich vor allem gegen den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder zu profilieren. Beide sind permanent in den Medien präsent. Söder als entschiedener Gegner, Laschet als Befürworter schneller Lockerungen. Ich glaube ja, dass gar nicht Markus Söder sein größter politischer Gegner ist, sondern er selber. Armin Laschet ist der größte Gegner von Armin Laschet, weil er sich immer wieder Fallen stellt, in die er dann tappt und wo dann alle Umstehenden sagen, wie konnte das passieren? Eine dieser Fallen, die offensichtlich schlecht koordinierte und überhastete Öffnung der Schulen. Die Abschlussklassen in Nordrhein-Westfalen sollen schon am 23. April wieder zum Unterricht antreten. Rund 2 Wochen früher als mit Kanzlerin und Amtskollegen vereinbart. Unter dem Hashtag Schulboykott NRW protestieren Schülerinnen und Schüler. Sie treibt die Angst, sich anzustecken. Armin Laschet wird zur Reizfigur.
Viele Schulen wurden völlig überrascht vom Alleingang Laschets. Sie hatten sich auf anderslautende Meldungen aus Berlin verlassen. Schon eine halbe Stunde später geisterten durch Nordrhein-Westfalen die unterschiedlichsten Meldungen. Unsere Schülerinnen und Schüler haben zum Teil am nächsten Morgen angerufen, müssen wir am Montag um 5 vor 8 in der Schule sein. Das zeigt, was in der Öffentlichkeit angekommen ist, ist eine Verunsicherung. Außerdem fehlte es an Desinfektionsmitteln. Laschet, darauf angesprochen, schiebt die Verantwortung weit von sich. Weil das bei uns die Schulträger machen, und das ist überall in Deutschland, die örtliche Stadt. Und ich habe gesagt, was habt ihr denn gemacht? Naja, sie hätten ja sowieso Rettungsform. Dieser Auftritt von Laschet habe sie regelrecht schockiert, sagt die Schriftstellerin Jagoda Marinic. Sie hat ein Corona-Tagebuch geschrieben und befasst sich darin auch mit dem NRW-Ministerpräsidenten. Diese Unfähigkeit, mit Kritik umzugehen, also so eine Dünnhäutigkeit, die Unfähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, auch die Unfähigkeit, mal Menschen, die ja auf niedrigerer Ebene arbeiten, in Schutz zu nehmen und zu sagen, da müssen wir vielleicht dafür sorgen, wenn die es noch nicht hinbekommen. Zuletzt war das ein Dokument der Überforderung. Ich habe diese Anne Will-Sendung gesehen und dachte, ja, jetzt legt er quasi hier Zeugnis ab dessen, was er in den letzten Monaten und Wochen in der Corona-Krise gemacht und gedacht hat. Und wenn man ihm jetzt ein Arbeitszeugnis ausstellen müsste für diese Krisenzeit, würde man sagen, ja, Armin Laschet hat sich nach Kräften bemüht. Anfang Mai dann der Corona-Ausbruch bei Westfleisch in Coesfeld. Für Laschet die nächste Chance, sich als Krisenmanager zu beweisen. Die Fleischbranche rückt mit ihren ausbeuterischen Arbeitsbedingungen für die meist osteuropäischen Arbeiter ins Rampenlicht. Unzureichende Hygiene, zu wenig Abstand, engste Wohnverhältnisse. Schlachthöfe werden zu Hotspots der Corona-Krise. Westfleisch wird geschlossen, überall im Land werden Mitarbeiter getestet. Die Landesregierung hätte gewarnt sein müssen, auch für den größten Schlachter Deutschlands, Tönnies in Reda-Wiedenbrück. 7000 Menschen arbeiten hier. Doch der Warnschuss wurde nicht gehört. Mitte Juni bricht das Coronavirus bei Tönnies aus. Mehr als 1500 Menschen infizieren sich. Häufig betroffen die Arbeiter aus Rumänien und Bulgarien. Und wieder schiebt Armin Laschet die Verantwortung ab. Diesmal an die Arbeiter. Auf die Frage, ob der Ausbruch auch mit seiner Lockerungspolitik zu tun habe, antwortet er: Das sagt darüber überhaupt nichts aus, weil Rumänen und Bulgaren da eingereist sind und da der Virus herkommt. Tatsache ist, Rumänen und Bulgaren hätten damals gar nicht einreisen dürfen. Das hätte auch Laschet wissen müssen. Er hat im Grunde mit dem Finger auf sie gezeigt und gesagt, die Ausländer waren es. Und das in Deutschland. Und er hat sich zwar entschuldigt, er ist sich dessen bewusst, aber gleichzeitig, ja, für mich, das habe ich auch klar gesagt, hat er sich in diesem Moment entkanzlert. Und dann gibt es noch eine entscheidende Frage. Durften Arbeitnehmer bei Tönnies am Höhepunkt der Corona-Krise noch eng an eng arbeiten? Gab es Sonderrechte für das Unternehmen, zugestanden von der Landesregierung? Sonderrechte, die den Ausbruch des Virus mit verursacht oder begünstigt haben? Das legt ein Schreiben der Stadt Reda-Wiedenbrück nahe, in dem die Stadt aus einem Brief von Tönnies zitiert. Der Kreis Gütersloh und das Land NRW haben in Abstimmung festgestellt, dass Tönnies einen Versorgungsauftrag als Unternehmen mit kritischer Infrastruktur hat, was dazu führt, dass nicht an allen Stellen der Mindestabstand gewährleistet werden kann, um die notwendige Produktion fortzusetzen. Mit anderen Worten, das Land NRW habe Tönnies Ausnahmen von den Abstandsregeln zugestanden, obwohl man damals hätte wissen müssen, dass in Schlachtbetrieben ein erhöhtes Ansteckungsrisiko bestand. Die Landesregierung dementiert und lässt uns wissen, die Tönnies-Aussage in dem Schreiben der Stadt Reda-Wiedenbrück sei verkürzend zitiert worden. Tatsächlich? Wir besorgen uns das Originalschreiben der Firma Tönnies. Es entspricht fast Wort für Wort dem Schreiben der Stadt Reda-Wiedenbrück. Gab es also doch Ausnahmeregelungen für Tönnies? Plötzlich erscheint eine Aussage des Ministerpräsidenten in ganz neuem Licht. Die Zeit, dass man da kooperiert, das möglicherweise in der Vergangenheit mal der Fall gewesen sein mag, ist vorbei. Hier wird jetzt streng nach Recht und Gesetz verfahren. Ja, das ist ein fataler Satz. Dieser Satz heißt ja übersetzt, bisher haben wir weggeschaut, jetzt schauen wir mal hin. Und auf welcher rechtlichen Grundlage hat dann die frühere Politik eigentlich bestanden? Auf gar keiner, oder? Dieser Satz heißt im Grunde,
Früher wollten wir jetzt, früher wollten wir nicht und jetzt müssen wir mal. Und Armin Laschet? Der Mann der Lockerungen zögert zunächst mit einem Lockdown, vollzieht ihn schließlich doch, dann aber zu weitreichend, wie das Oberverwaltungsgericht Münster feststellt. Laschet wird meines Erachtens die Kanzlermöglichkeit gar nicht mehr erhalten, weil ich glaube, dass er diese Krise so nachhaltig vergeigt hat, um es salopp zu sagen, dass der Eindruck, dass er krisentauglich sein wird in noch viel größeren Krisen, die auf uns zukommen, dass dieser Eindruck dauerhaft zerstört ist. Deswegen glaube ich nicht, dass Laschet noch einmal den Eindruck erwecken kann, Kanzler wirklich zu können. In der Krise beweist sich, wozu ein Politiker taugt, heißt es. Die Corona-Krise hat Armin Laschets Schwächen deutlich aufgedeckt. In ihrem Corona-Tagebuch schreibt Jagoda Marinic über Armin Laschet. In einem Land, in dem keiner weiß, wer auf Angela Merkel folgen soll, scheitert einer der wenigen Kanzlerinnen-Nachwuchshoffnungen kläglich. Bleiben Sie gesund.